gewisse Herausforderung, so wie es vor 25 Jahren eine gewisse Herausforderung war, plötzlich vor lauter pubertierenden Jugendlichen zu stehen. Wenn man Eltern sagt, pubertierende Jugendliche, dann kommt nicht selten ein gewisser Angstschweiß auf die Stirn. Wie geht man denn damit um? Mir ging es auch nicht viel besser. Wer kam denn damals in die Jugendzentren? Damals gab es nur eins, das Jugendzentrum, und dort eben in den Kaktus. Eigentlich eine große Anzahl ganz normaler, liebevoller, lebendiger, aber auch sehr lebendiger, manchmal auch etwas wilder Jugendlicher. Wir haben sie dann mit dem netten Wort verhaltensoriginelle Jugendliche bezeichnet. Es gibt eben auch junge Menschen, die ins falsche Nest fallen und mit Eltern, die mit Prügeln, mit Alkohol, mit Streit zu tun haben, mit der Polizei konfrontiert werden, in schwierigsten Lebensverhältnissen geboren werden. Ein Jugendlicher erzählte mir, nicht so lange her, er war 15, ich bin jetzt bereits 13 Mal umgezogen. Viele brechen auch die Schule ab. Bildungsferne Milieus haben diese Armut, Schulden, Delogierungsgeschichten, die ein Stück weit wie die Bildung sozial vererbt werden. Die Schule prüft ja heutzutage die Unterstützungsleistung des Familiensystems. Und da kommt es sich dann darauf an, ob Sie zu Hause allein vor dem Fernseher sitzen oder beim Smartphone oder ob liebenswürdige Eltern Sie auskennen mit Mathe, Deutsch, Englisch und zur Hilfe vorhanden sind. Ja, da kommt noch diese Pubertät. Da weiß man ja seit ein paar Jahren aus der Hirnforschung, dass das limbische System und der vordere Stirnlappen unterschiedliche Tempi haben, wie sie sich entwickeln. Und daraus folgen dann diese bekannten und auch gefürchteten Gefühlsschwankungen junger Leute. Das dauert ungefähr, dieser Umbau des Gehirns dauert ungefähr 4 Jahre. Und bei männlichen Jugendlichen gibt es dann noch diesen Kick über alles. Dieses Phänomen, dass sie lieber 5-mal mit der Achterbahn fahren als 1-mal. Ja, also so stand ich damals in diesem Jugendzentrum und fragte mich, was nun? Das passt jetzt eigentlich ganz gut zum Evangelium, da heißt es ja auch, steht auf, beruhigt euch, habt keine Angst, steht auf, fürchtet euch nicht, das habe ich mir auch gedacht. Und habe dann versucht, Methoden zu entwickeln, wie geht man eigentlich mit jungen Leuten um, die jetzt nicht immer so pflegereicht sind. Da habe ich mich auf dieses alte Lustenauer Konstrukt hinbewegt, das meine Mama gelehrt hat, Geld drauf. Einfach gelten lassen. Akzeptierende, wertschätzende Grundhaltung stärken, sehen und auch betonen, mitreden lassen. Aufmerksamkeit geben. Das ist überhaupt die stärkste Droge, die wir haben, die Aufmerksamkeit. Und der Respekt. Im Grunde nichts anderes wie mit Erwachsenen umgehen, genauso höflich, genauso respektvoll. Diese Umgangsformen und diese Unterstützung von Jugendlichen, das nennt man ja in der Politik die Chancengerechtigkeit und Chancengleichheit. Chancengerechtigkeit haben alle 5 im Landtag vertreten. Parteien in ihrem Parteiprogramm. Jetzt ist aber die Chancengerechtigkeit noch nicht so ganz ausgebaut. Wie wir wissen,
sagen, aber eben sozial nicht, was die Gene und die Intelligenz anbelangt, sondern sozial erwärmt sich das Bildungsniveau der Eltern. Und ich hatte vor kurzem ein langes Gespräch mit dem Jugendrichter Richard Schwenter, das ist der Strafrichter in Feldkirch, bei dem die Jugendlichen dann abgeurteilt werden, wenn sie zu viel ausgefressen haben. Er erzählte mir, etwa 80% jener Jugendlichen, die bereits ins Gefängnis müssen, haben keine Schule, keine Lehre, keine Berufsausbildung. 80%. Wir haben dann im Laufe der Jahre auf das reagiert und haben ein Projekt entwickelt, das nennt sich Albatros, das ist dieser große Vogel, der zuerst nicht viel kann, damit wegkommt und dann zum Ufer fliegen kann. Und mit diesem Albatros, das ist ein Begleitungsprojekt, wo man den europäischen Pflichtschulabschluss nachholen kann, hatten wir vor kurzem den 200. Abschluss. Dazu würde ich sagen, dass Leiter des Vorarlberger Kinderdorfs, Christoph Hackspiel, zusammen mit der Statistik Austria berechnet hat, dass ein einziger Jugendlicher, der keine Berufsausbildung schafft, keine Schule abschließt, den Steuerzahler, den Staat pro Kopf 2 Millionen Euro kostet, bis er mit 65 in Pension gehen darf. Diese Gleichgültigkeit diesen jungen Menschen gegenüber versuchen wir in unserer Arbeit ein wenig aufzuweichen. Und ich habe hier ein bisschen recherchiert, wie sieht denn das unser spannender Papst Franziskus? Der hat Anfang 2017 einen Brief an die Jugend geschrieben und tritt darin ein gegen die Globalisierung der Gleichgültigkeit. Ein Schulkollege von mir, ein anderer Schulkollege, hat vor kurzem gesagt, es braucht hier keine Pauschalurteile, sondern wir müssen die Menschen in ihren jeweiligen konkreten Lebenssituationen wertschätzend begleiten. Diesen Schulkollegen kennen Sie alle, das ist Benno Ebs, unser Bischof. Interessanterweise ist das auch das Grundprinzip der offenen Jugendarbeit hier in Dornbirn. Die Wertschätzung, die Anerkennung, die Förderung der Stärken und auch das Mitreden lassen, die Partizipation. Dieser Bischof Benno Elbs hat auch noch gemeint, integrieren heißt, dass es wichtig ist, Menschen nicht auszugrenzen, sondern in eine Gemeinschaft mit hineinzunehmen. Wir wissen aus der Glücksforschung, dass das Dazugehören etwas ganz Wichtiges ist. Es ist die Aufgabe der Kirche, Menschen, die durch eine schwierige Lebenssituation, vielleicht durch eine Krise, hinausgefallen sind aus der Gemeinschaft, hineinzunehmen und ihnen mit Respekt zu begegnen. Zitat Ende. Spannenderweise machen wir das seit 25 Jahren in der Aufgabenarbeit in Dornbirn genauso. Wir sagen zum Jugendlichen, du bist wertvoll, Lachen ist einzigartig, du bist witzig, du bist mirwichtig, du hast viele Talente, du hast Stärken. Begeistert bist, leuchten deine Augen. Ich bin mir sicher, du kannst das. Und wir brauchen gerade dich und deine Heiterkeit. In der Jugendarbeit geht es immer um Sinn, genauso wie hier. Es geht darum, gemeinsam Potenziale freizusetzen,
stärkbewusst zu machen und zur Selbstständigkeit zu begleiten. Wir machen das mittels verschiedenen Ausbildungsschienen, vielen Kulturaktionen oder einfach durch Zuhören. Durch Wertschätzung, einfach damit die Menschen als wertvoll gelten zu lassen. Was wir fördern, ist der Glaube an die eigenen Stärken. Wir fördern das Bewusstsein für die Verantwortung und das Schaffbare wegen des eigenen Lebens. Natürlich klappt das nicht immer so schön, wie das jetzt klingt. Da gibt es dann sowas, wie man neudeutsch sagt, Fehlerkultur. Wir nennen das die Kultur der zweiten, die Kultur der dritten, die Kultur der vierten Chance. Übrigens, wenn Sie sich die demografische Entwicklung anschauen, dann zwingt uns, und zwar alle, zwingt uns die Überalterung unserer Gesellschaft dazu, jeden Jugendlichen zu fördern, keinen zu vergessen, weil wir sonst in eine sehr schwierige Situation kommen. Sie kennen wahrscheinlich alle diese Zahlen, was uns da 20 Jahre bevorsteht. Bei der Recherche zu dieser Ansprache habe ich mir die Bergpredigt angesehen. Da steht ja ganz bezeichnend drin: Alles, was ihr von anderen erwartet, das tut auch ihnen. Darin besteht das Gesetz des Propheten. In den vergangenen 25 Jahren haben wir über diese wertschätzende Grundhaltung erstaunlicherweise immer das zurückbekommen, was wir hinausgegeben haben. Ich wurde zum Beispiel ganz selten bedroht, angepflaumt, ganz im Gegenteil. Die Jugendlichen sind wesentlich konstruktiver, wie das allgemein gesehen wird. Spannenderweise aber korreliert das oder geht überein mit der zentralen Botschaft oder mit einer der zentralen Botschaften der Bergpredigt. Da heißt es nämlich, sich jenen zuzuwenden, die keine Stimme haben. Eintreten für die Armen, die Verlassenen, die Trauernden, die Verachteten. Sich viele Menschen verunsichert. Sie finden eine Bewältigungsstrategie für ihre Verunsicherung. Sie verurteilen die Fremden, fühlen sich vereint im Fremdenhass. Das gibt eine scheinbare Sicherheit. Man weiß wieder, wer man ist. Die Abwertung der anderen ist eine grandiose Vereinfachung der komplexen gesellschaftlichen Verhältnisse. Sich über andere zu erheben, sich als Herrenmenschen aufzuspielen, hat in der österreichischen, aber auch hier in der Dornbirner Geschichte schon einmal schreckliche Auswirkungen gehabt. Das sollten wir nie vergessen. Seit 25 Jahren hören wir also zu, sind neugierig bei den Jugendlichen, versuchen Anerkennung zu geben statt Besserwissen, versuchen Perspektiven zu schaffen, nehmen Kontakt auf. Genau das können wir jetzt nach dieser Messe tun. Ich lade Sie herzlich ins Wismut ein. Das ist das Jugendzentrum vis-à-vis vom Schlachthaus. Das heißt ja, Wies, das ist die Vision, Vision Mut oder auch anders gesagt, Vision Menschenwürde und Toleranz. Wir können da reden, wir können da hinschauen, wir können gemeinsam in der Sonne sitzen, mit Jugendlichen und jungen Geflüchteten lachen, Spaß haben, uns an der Lebensfreude junger Menschen beteiligen.
jetzt sitzt er schon wieder hier. Wir machen eine Bewegung von US Network. Dieses schon erwähnte Hauptschulabschlussprojekt Albatros. Dann noch ein Beschäftigungsprojekt Jobbaoi, wir Boote renovieren und Designertaschen herstellen. Es gibt eine Jugendberatung, eine Fahrradwerkstatt. Außerdem kooperieren wir mit allen Dornwälder Schulen und bringen, und das ist vielleicht interessant noch, im nicht öffentlich geförderten Projekt Welcome zur Flucht hunderte Jugendliche mit und ohne Fluchterfahrung zusammen. All diese Jahre durch hatten wir drei Prinzipien. Die drei Prinzipien lauten revolutionäre Geduld, sture Konsequenz, hartnäckige Zuversicht. Dankeschön.